Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch leider keinen Film mitgebracht, sondern nur einen kleinen Nachtisch. Und zwar die Dokumentation Just Deserves The Making of Creepshow von Regisseur Michael Fleischer aus dem Jahr 2007. Ja, und wie der Name unschwer schon sagt, handelt es sich dabei um das Making of von George Romeros Episodenhorrorfilm Creepshow, eine unheimlich verrückte Geisterstunde aus dem Jahr 1982. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, wenn das schon eine Dokumentation ist, beziehungsweise ein Making-of, warum befindet sich das nicht als Bonusmaterial auf der Blu-ray mit drauf? Oder beziehungsweise warum veröffentlicht man ein Making-of in Form eines Mediabooks? Eine gute Frage, die man sich an dieser Stelle aber vielleicht gar nicht stellen sollte. Fakt ist, dass diese Dokumentation unheimlich gut ist, unheimlich interessant ist, unheimlich witzig ist auch dabei. Und ja, sie war halt auch nicht dabei, soweit ich weiß. Also als Creepshow damals veröffentlicht wurde. Er ist ja mittlerweile auch sehr, sehr schwer und sehr, sehr teuer nur zu bekommen. Und naja, jetzt hat Wicked Vision halt die Dokumentation in Form dieses Mediabooks auf den Markt gebracht. Und wenn ich sage, hat jetzt, da meine ich am 25.11.2022. Das heißt, das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Aber das ist auch das Gute für euch, denn wenn ihr dieses Teil haben wollt, es befindet sich momentan, jetzt im Moment in einer Aktion. Also es ist nicht dieses, sondern es ist B-Ware. Und die B-Ware, also Wicked Vision hat ja in seinem hauseigenen Shop auch immer B-Ware und Restposten. Da gibt es diesen Titel im Mediabook aktuell für 12,22 Euro. Also wer da Interesse hat, der könnte bei 12,22 Euro vielleicht zuschlagen. Das Mediabook ist das gleiche. Und wie das ausschaut, das schauen wir uns jetzt mal an. So, es ist auf jeden Fall limitiert auf 333 Exemplare. Soweit ich weiß, gibt es auch keine anderen Cover-Varianten. Das heißt, es gibt also insgesamt nur 333 Stück. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie das aussieht mit der B-Ware. Wenn das beschädigte Ware ist oder Ware mit kleinen Fehlern, kann ja sein, dass sie dann nochmal nachproduziert haben. Aber wie gesagt, ich weiß es da jetzt leider nicht. So, ihr seht, hier handelt es sich noch um ein altes Mediabook. Das heißt, um eins aus hier von früher. Weil früher hatte Wicked Vision ja hier diese Hochglanz-Artworks vorne drauf. Also beziehungsweise die Mediabooks waren mit Hochglanzveredelung. Die sind ja mittlerweile matt, was ich persönlich schöner finde. Aber das ist ja Geschmackssache. So, hier kommt mir mein ganzer Kram entgegen. Ja, so, wir schauen uns das jetzt jedenfalls mal an. Wir sehen hier oben die zwei Disc Limited Special Edition. Dann hier Just Deserves, The Making of Creepshow. Und hier oben sitzen die drei. Ja, Stephen King, der die Geschichten, die in diesem Film verfilmt wurden, geschrieben hat. Hier George A. Romero, der Regisseur, das ist der, der auch Dawn of the Dead und Night of the Living Dead und so gemacht hat. Und hier Special Effects Guru Tom Savini, der hier auch sehr, sehr gut zu Wort kommt. Und Tom Savini ist ja so einer, den man auch als Filmfan kennt. Der hat ja auch vor der Kamera das ein oder andere gespielt. Zum Beispiel bei Dawn of the Dead spielt er den Rocker. Und ist auch Sex Machine aus From Dusk Till Dawn. Also auch den kann man kennen. So, das Artwork selber, die drei sitzen hier auf diesem, auf dieser Kiste drauf, ein Stück hier, hier sieht man überall Hinweise auf die einzelnen Episoden, die im Film halt vorkommen, hier die Kiste und hier auch der, das Geburtstag, hier will seinen Kuchen, aber der ein oder andere kennt den Film und wer nicht nach diesem Film wollt oder nach dieser Dokumentation, habt ihr auf jeden Fall Bock auf den Film, so. Wir sehen hier limitierte Auflage, die Kultdokumentation erstmals in Deutschland erhältlich mit umfangreichem Bonusmaterial, aber Achtung, ja, ist zwar hier in Deutschland erhältlich, aber hat keinen deutschen Ton, ist also nicht synchronisiert, wir sehen das hier hinten auch, ja, wir haben hier ausschließlich englischen Ton, aber deutsche Untertitel, so, also, ja, solltet ihr also wissen. Auf der Rückseite dieses Vorlageblatts haben wir dann einen Hinweis auf die kommenden Filme, die ich alle hier habe, die ich euch alle in den nächsten Tagen, Wochen vorstellen werde, beziehungsweise schon vorgestellt habe hier, ja, der Hexenjäger, den habe ich euch ja schon
vorgestellt, aber die anderen drei, die liegen alle hier und warten nur drauf, von mir ausgepackt zu werden. Das heißt, teilweise habe ich sie schon ausgepackt, aber nicht hochgeladen. Ja, wir haben also hier dieses Hochglanzcover. Auf dem Spine haben wir den Filmtitel draufstehen, Just Desserts. Desserts, Just Desserts. Ich wollte immer Desert sagen, aber Desert ist ja Wüste. Und hier war Desserts. Ja, also vergesst es einfach. So, nur Nachtisch heißt das. Dann hier oben das Glotzauge. Das Glotzauge von Wicked Vision. Und hier unten den Hinweis auf Blu-ray. Wobei es handelt sich hier um eine Blu-ray-DVD-Kombipackung. Wir haben hier hinten eine Inhaltsangabe, wenn man das so nennen möchte. Hier ein paar Bilder aus der Dokumentation. Hier haben wir auch Tom Atkins. Und wen haben wir hier noch? Ich sehe gerade nicht hier Stephen King, hier Tom Savini. Ist das hier Adrian Babu? Ich kann es nicht richtig sehen. Naja, ist ja auch wurscht. So, dann haben wir hier die Produktspezifikationen und hier das Bonusmaterial des Bonusmaterials. Also quasi, hier ist nochmal aufgeführt, was bei dieser Dokumentation noch zusätzlich dabei ist. Das heißt, ihr habt also hier nicht nur etwas, was man quasi als Bonusmaterial deklarieren könnte, sondern dieses Bonusmaterial, das extra veröffentlicht wird, hat auch nochmal separates Bonusmaterial. So, da fällt mir übrigens ein, es gibt auch zu der Psycho-Filmreihe und zu Halloween, zu Nightmare on Elm Street und auch zu Freitag der 13. Gibt es auch so Dokumentationen und die verkaufen sich auch sehr gut. Die habe ich auch sehr genossen. Wobei, die waren auch synchronisiert. Gut, mit so Voice-Over. Hätte man hier ja eigentlich auch machen können, aber gut, warum auch immer, es ist halt Englisch. So, wir haben vorne die Blu-ray drin liegen, die schaut so aus. Hinten haben wir dann die DVD drin liegen, die schaut so aus. Ja, dann haben wir hier einen farbigen Innendruck der Auszüge aus dem Comic-Heft, auf dem der Film Creepshow basiert, aber das ist nicht richtig. Also er basiert nicht wirklich auf diesem Comic-Heft, sondern das Comic-Heft war die Inspiration für die Geschichten, die Stephen King geschrieben hat. So, aber das Ganze ist halt inszeniert auch wie so ein Comic-Heft. Schaut ihn euch an, der Film ist wirklich super. Der zweite Teil auch noch, 3 und 4 und ich weiß nicht, wie viele es gibt, habe ich noch nicht gesehen, aber sind auf jeden Fall tolle Filme. So, dann haben wir hier, ja, das ist jetzt nicht ganz optimal, aber es geht wohl nicht anders. Das ist ein sehr, sehr dickes, umfangreiches Booklet, 32 Seiten und die Frontseite ist etwas dicker. So, da können wir jetzt nicht so richtig gut umblättern und ihr seht das auch, das ist glänzender, als es jetzt bei den neueren Mediabooks ist. Auch gut, aber ich fand das halt früher schön. Also ich finde das jetzt besser mit diesen Matten, aber ist ja auch egal. So, die Horror-Comics und ihre Zensurgeschichte. Ein Booklet von Christoph N. Kellerbach. Hier vorne haben wir auch, ja, also das, ich hätte gern diesen Film. Ich habe den leider nicht. Ich habe den nur gesehen, schon ein paar Mal, aber ich besitze den leider nicht. Ich habe den nicht in der Sammlung, was ich sehr, sehr schade finde. Ja, und hier haben wir dann auch, ich habe das gelesen, Christoph N. Kellerbach hat das geschrieben. Ja, genau, da steht's, Christoph N. Kellerbach. Das heißt, wir haben hier ein Booklet mit einem Text, der Hand und Fuß hat. So, dann haben wir hier, das ist herrlich, ja. Also solche Bilder in Mediabooks, die finde ich super, wenn hier so Filmplakate drin sind. Gut, das sind jetzt natürlich Filmplakate aus zu dem Hauptfilm, der hier leider nicht mit dabei ist. Wäre ja auch schön, wenn man den hier so als Bonusmaterial mit drin hätte. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Also hier bei der Dokumentation, dass das der Hauptfilm ist und der Film, über den hier gesprochen wird, als Bonusmaterial. Das wäre auch nicht schlecht. So, das, was hier nach Behind-the-Scenes-Material aussieht, ist in dem Fall tatsächlich sind tatsächlich Bilder aus dem Film. Weil es ist ja eine Dokumentation. Das heißt, das hier kriegen wir alles im Film zu sehen, auch wenn es in Form von Standbildern nur ist. Trotzdem muss ich sagen, gefällt mir dieses Booklet hier sehr, sehr gut. Also ich finde das ganz toll gemacht. Es lässt sich auch gut umblättern. Es ist tolles, dickes Papier.
Wobei, was ich jetzt hier nicht so gut finde, es bleibt nicht aufliegen, ja. Also man muss es schon in der Hand halten, sonst klappt es zu, weil das Booklet vielleicht zu dick ist. Das wird es vermutlich sein. Und naja, dann geht das halt nicht. Aber ja, ist halt so. Und wie gesagt, ich finde es etwas zu glänzend. Abgesehen davon kann man das super lesen. Ist das jetzt das gleiche Bild nochmal? Auf jeden Fall ein ähnliches, ne? Oder? Das hatten wir doch. Nee, das kam mir nur so vor. Das kam mir nur so vor, dass, naja, das hier kenne ich. Also ich meine, das hier wäre auch von dem Mediabook. Es gibt nämlich ein Mediabook zu Creepshow 1, aber wie gesagt, ich habe es leider nicht. Schade, schade. Ne? Aber was will man machen? Vielleicht finde ich es ja mal irgendwo für einen schmalen Taler. Und dann würde ich natürlich auch zugreifen. So, und dann sind wir auch schon am Ende. Was haben wir hier? Innenbezug Creepshow Comic erschienen bei 2001 bei Splitter. Der Splitter Verlag, auch ein super Verlag. Ja. Also Splitter, der hat ganz, ganz viele französische Alben auch, die ich damals gerne gelesen habe. Und Becky erst. Ja, wie auch immer. Das ist also jetzt das Booklet. Es ist sehr, sehr dick. Es ist sehr, sehr gut und es ist top verarbeitet. Jetzt noch mal ganz kurz hier, kaum Bewegung drin. Ja, wirklich minimal und drauf und runter auch gar keine. Also qualitativ ist das schon. Aber war Wicked Vision eigentlich immer. Ja, da kann man sich also absolut gar nicht beschweren. Und wenn ihr jetzt B-Ware kauft, kann sein, dass hier dann irgendwie so ein Kratzer ist oder irgendwas. Oder auf jeden Fall, die Discs sind abspielbar, das Mediabook ist zu gebrauchen. Also das, was die ausmustern, das ist trotzdem noch etwas, wo man sagt, hey, da störe ich mich jetzt nicht so groß dran, wenn man nicht extrem kleinlich ist. Ich persönlich bin ja nicht so kleinlich und wenn hier jetzt mal so eine Delle oder sowas drin ist, dann ist es halt so. Mir geht es halt um den Film und der ist auf jeden Fall auch bei der B-Ware mit dabei. Wohlgemerkt, das hier ist keine B-Ware, ja, aber die B-Ware gerade für 12,22 € bei Wicked Vision. Den Link findet ihr unten in der Infobox. So, das war es dann auch schon. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir den Daumen da, abonniert den Kanal, ihr wisst ja, wie das läuft. Und bis zum nächsten Mal. Seid schlau, schaut blau und bleibt geil.